Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Alle Jahre wieder kommt die Vorweihnachtszeit und so auch in unsere Stadt und heute werden wir gleich am Anfang den Adventmarkt, Christkindlmarkt oder Weihnachtsmarkt, je nachdem wie du ihn nennen willst, auch auf unserem Rathausplatz wie in jedem Jahr platzieren und danach werden wir uns einiges anschauen, denn ich habe ein paar Vorbereitungen zu treffen, um ja, und das verrate ich noch nicht genau, was dann kommen wird, aber es müssen auf jeden Fall einige Vorbereitungen getroffen werden, allen voran ein bisschen mehr ja, Infrastruktur und auch ein bisschen mehr von allem im Bereich der Wohnungen, der Industrie und vielleicht auch noch der Bürogebiete und Gewerbe. Das schauen wir sich dann als nächstes an. Jetzt lege ich gleich einmal los und zwar, es geht direkt zu unserem Adventmarkt bzw. zu unserem zukünftigen Adventmarkt und der wird wie jedes Jahr hier am Rathausplatz stattfinden und dazu haben wir ja ein paar Assets. Ich muss nur ganz kurz schauen. Genau, ich muss nur ganz kurz schauen, dass ich auch alles finde, was ich brauche und dementsprechend werden wir das hier platzieren. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben hier nämlich... Genau. Wir müssen das immer ein wenig hinstellen. Und zwar so hinstellen. Zuerst mal an eines Horn ansnappen lassen und dann können wir in Ruhe beginnen, das Ganze auch zu verwirklichen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder den großen Weihnachtsbaum. Den stellen wir selbstverständlich daher. Holen auch dieses Teil. Hier raus. Und stellen das gute Teil dahin. So. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar... Es ist halt alles nicht so einfach, das sage ich ganz ehrlich, weil es soll erstens gut aussehen. Und zweitens so mit gedrückter Steuerungstaste lässt sich es ein wenig leichter platzieren. Dann machen wir das so. Jetzt holen wir uns die beiden Dekorationen, weil das sind Dekorationen. Naja, so einfach ist es dann halt doch nicht, aber der Effekt des Ganzen ist dann um einiges besser. Und jetzt würde ich noch ganz gerne das hier da dran setzen. Das machen wir am besten so, genau. Das machen wir am besten so. Dann holen wir uns wieder mit der Movit Mod diese Teile. Und dann schieben wir die da einfach rauf. Und das sieht auch hier recht gut aus. Und jetzt ist mal die erste Friemelarbeit erledigt. Die nächste kommt sofort, denn... Richtig. Die wollen ja auch noch hier irgendwo angesnappt werden. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Dass es hier... gar nicht so einfach ist... Weil da muss man noch ein bisschen weiter runter. Das Ganze etwas mittiger. Mit gedrückter Steuerungstaste und leichter rechten Maustaste gedrückt. Ja, jetzt hätte ich es fast gehabt. Das ist ja dann doch... Ja, jetzt haben wir es. Das nehmen wir mal.
Genau. Das machen wir hier auch. Ein bisschen so verschieben. Genau, das ist in Ordnung. Und dann hätten wir das Teil auch. Jetzt holen wir uns noch ganz kurz das und das. Und schieben das auch mit Hilfe der Page-Up-Taste an seine Bestimmung. Und die hätte ich ganz da oben. Und das sieht gut aus. Da kommen die Autos durch. Dass es nicht ganz so richtig schön angesnappt ist, kaschieren wir ein wenig. Und der Rest ist dann auch schon Geschichte. Jetzt brauche ich das Teil hier noch. Das würde ich ganz gerne. Müssen wir halt jetzt schauen, dass wir das schön hinbekommen. Da hinsetzen. So. Es ist halt eine wirkliche Friemelarbeit. Normalerweise, und in den letzten 2 Jahren habe ich das als Timelapse gestartet. Und wenn es jetzt zu langweilig ist, dann muss ich sagen, sorry, aber ich habe einfach wirklich aktuell nicht die Zeit, das Timelapse zu machen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das in einer Live-Folge zu machen. Aber umso schöner ist dann das Ergebnis. Und ich denke, da wird mir keiner böse sein, dass das da ein bisschen jetzt halt eben, ja, eben nicht als Timelapse kommt, sondern so, dann drehen wir das Ganze mal mit gedrückter Steuerungstaste. Fein. Arbeit. Ah, das sind nicht die beiden. Da muss man halt jetzt aufpassen, dass man ja eben das Richtige erwischt. Weil ich glaube nicht. Steuerung Z. Genau, ich glaube nicht, dass. Da ist ein Leichenwagen unterwegs. Okay, das ist gut. Das ist der. Das ist der. Und dann sind das die beiden hier. Ja. Und das machen wir noch so. Jetzt kopieren wir uns die beiden mit Hilfe der Move-It. Jetzt haben wir es genau dort, wo wir sie haben wollen. Okay, dass die jetzt ein bisschen schiefer aufgehängt sind. Das wird dann im fertigen Produkt nicht unbedingt auffallen. Na, sieht doch gut aus. Weiter geht's. Und zwar jetzt brauche ich das hier. Das kommt einmal dahin. Ah, das darf ich nur einmal bauen, okay. Verstanden. Jetzt hole ich mir dieses Gebäude hier. Das stellen wir dahin. Dann holen wir uns das Gebäude hier. Gerne so. Perfekt. Und dann haben wir den Weihnachtsbaum. Das haben wir. Stern brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Was ist das? Weihnachtsbaum. Du bist ja ganz klein. Das möchte ich nicht haben. Du bist so klein, du Bäumchen. So. Einmal dich. Einmal dich. Einmal dich. Genau. Ein
Eins, zwei, drei. Weiter geht's. Mal dich. Einmal dich. Genau. Richtig, das sind ja Gebäude, die nur einmalig spawnen dürfen. Wir bringen aber trotzdem Vielfalt hinein, indem wir eben das Teil eben immer kopieren. Und so wird dann auch der Weihnachtsmarkt etwas stimmiger. Ja, und wenn sich die Gebäude halt immer wieder wiederholen, dann kann man da auch nichts ändern. Aber auch auf dem realen Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt oder Adventmarkt wiederholen sich ja die Hütten auch. Es gibt ja, sie sind ja quasi so ein Standardkonzept von den Hütten. Der Inhalt ist halt dann ein anderer. Und dementsprechend wiederholt sich das ganze Zeug halt. So. Das kommt jetzt dahin. Und das kommt jetzt dahin. Und du kommst nochmal dahin. Und fertig ist der Weihnachtsmarkt auf unserem Rathausplatz. Sieht doch schön aus. Passt. Gut, jetzt Sprung weg vom Weihnachtsmarkt Richtung zum ersten Aufgabenbereich. Und ja, es muss kurz da drüben was stattfinden. Und zwar, ich muss hier ganz kurz schauen, ob sich das mit dem Verkehr eingependelt hat. Das sieht jetzt einmal gar nicht so schlecht aus. Ich will jetzt nur ganz kurz schauen, was sagen wir oder haben wir hier Fahrspurverbinder? Ja, wir haben hier Fahrspurverbinder. Was machen die hier? Ja, das war mir irgendwie klar. Das müssen wir hier auch noch machen. Genau. Und dann haben wir das hier auch. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es vielleicht besser wäre, gerade bei so einem Verkehrsaufkommen, ob wir hier nicht eventuell sagen würden, wir machen das asymmetrisch, also mit asymmetrischen Straßen. Weil hier ist doch einiges los. Schauen wir mal. Ja, hier gibt es nicht mal eine zeitgesteuerte Ampel. Wir werden aber hier eine zeitgesteuerte Ampel einführen. Und machen wir Change Mode, Change Mode. Genau. Genau. Dann sagen wir hier 5 bis 11 speichern. Bearbeiten. Ja, dann dürfen die mitfahren, also mitgehen. Dann haben wir hier 3 mit 8, genau. Gerne so und so. Dann haben wir hier 2 mit 4. Und das löschen wir und das machen wir eben rein nur die Linksabbieger. Und dann speichern wir das und dann sagen wir Anfang und dann müsste es hier besser werden. Dann können die hier besser fahren, mehr fahren, schneller fahren. Wir geben ihnen die Möglichkeit, auch den Kreuzungsbereich zu räumen. Das machen wir hier auch. Die hier haben wir es. Und hier machen wir das auch. Und jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich
kopieren. Na, das geht nur auf die hier. Hopp. Genau. Anfangen. Dann hätten wir das hier und dann haben wir die beiden Kreuzungen, die identisch sind. Das habe ich mir fast gedacht, dass man hier eventuell noch... Ja, das so machen werden. Dann sieht es ein bisschen besser aus, wenn das nicht so ganz knapp an der Straße dran ist. Das glitschen wir da rein. Dann schaut es besser aus. Und dann räumen die zufahrenden LKWs auch ein wenig die Straße. Aber mehr möchte ich in diesem Bereich heute schon gar nicht mehr tun. Denn wir haben einiges zu tun im Bereich von Simmering, denn hier waren wir schon ewig lang nicht mehr. Und ich habe lange überlegt, was könnte ich denn hier noch in Simmering machen? Ich habe jetzt ein Konzept entwickelt und zuallererst möchte ich mal diese Ruine hier beseitigen. Aha. Okay. Anwählen. Objekt zurücksetzen. Dankeschön. Hat jemand eine Parkbank angezündet? Ja, kommt in den besten Parks vor, oder? Gut, dann funktioniert das. Hier könnten wir auf jeden Fall einmal noch, wenn wir schon dabei sind, gleich ein wenig mit der Größe der Bäume hier arbeiten. Und hier ein bisschen mehr Grünfläche hineinstellen. Oder mehr Walddichte anbieten, sagen wir so. Das gehen wir jetzt noch ein bisschen kleiner. Dann kriege ich hier auch noch ein bisschen mehr Bäume rein. Ja, so sieht der Park nämlich gleich um einiges lebendiger aus. Hier auf jeden Fall auch. Dann kann sich das eigentlich so sehen lassen. Das machen wir so. Das machen wir so. Hier noch ein bisschen. Genau. Hier noch ein bisschen. Und dann sieht der Wald, genau. Dann sieht der Park gleich viel schöner aus. So wie ein echter Park halt. Viele Bäume, viel übrig gebliebene Natur. Aber ich will mich mit dem noch nicht zufrieden geben, denn hier wird auch nichts mehr dazukommen, außer halt Grünzeug. Dasselbe hier. Und hier gebe ich es ganz offen zu. Gehen wir mal mit den Concrete-Platten ins Rennen. Und zwar ist das vollkommen ausreichend. Warum ich das jetzt hier so oder warum das jetzt hier so aussieht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das muss irgendwo im Zuge von größeren Umbaumaßnahmen passiert sein. Aber das soll uns weiter nicht stören. Der Weg wird angenommen, das heißt, die Schneiden hier habt, können hier durchgehen. Das ist in Ordnung. Hier gehen wir auf jeden Fall noch ein wenig Grünfläche zurück. Es wirkt dann einfach lebendiger. Ja, das wirkt ein bisschen zu lebendig, wenn ein Baum ins Haus steht. Aber sonst, glaube ich, sind wir auf einem recht guten Weg. Ja, das passt. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier versuchen... Es hängt ein bisschen in die Gleise, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja, eben wichtig ist es, dass es eben nicht so unbedingt in die Gleise reinhängt. Jetzt haben wir hier die Bäume. Wir kopieren uns einmal all diese Teile.
setzen die da dran. Dann hole ich mir das Teil hier und entferne es. Dann hole ich mir das Teil hier und entferne es. Und dann sieht das auch schon um einiges besser aus. Das könnte man dann noch ein Stückerl reinschieben. Und das könnte man dann noch ein Stückerl reinschieben. Ja, da muss man halt aufpassen, weil sonst haben wir das... Moment einmal. Moment, das ist eine Busspur. Was machst du da drinnen? Da muss man wieder sagen, bei City Skylines 2, und ja, ich fange jetzt gerade an, von City Skylines 2 zu reden, ich fange noch nicht an zu schwärmen, aber der letzte Patch ist ja erschienen. Oder der letzte Patch ist nicht der letzte Patch, sondern letztens ist ja ein Patch erschienen, der das Problem mit dem Import-Export gelöst hat. Und da macht das ganze Spiel dann schon wieder um einen großen Schritt mehr Spaß und mehr Freude. Und man sieht, verbiete alle Fahrzeuge außer Einsatzfahrzeuge und Busse. Von mir aus Taxis. Und das machen wir hier auch. Verbiete alle Fahrzeuge außer Busse, Taxis, Müllsammelfahrzeuge. Richtig, da war was. Müllsammelfahrzeuge. Hier dasselbe in grün. Keine LKWs, keine Autos. Ich glaube, das lässt sich einfacher so regeln, wenn ich sage, keine LKWs, keine Autos. Hammer. Und dann noch der Rest. Keine LKWs, keine Autos. So, mein Freund. Und dann schaust du, genau, blub, weg bist du. Sehr gut, dann hätten wir das auch erledigt. Was wir hier noch machen könnten, ist auch noch ein bisschen Vegetation anbieten. Büsche. Funktioniert. Ja, nicht so ganz, aber... Nicht so ganz und doch irgendwie... Du bist auf dem Gleis drauf. Was bist denn du eigentlich? Warum bist denn du da... Warum schaust du da durchs Gleis durch? Das gefällt mir gar nicht. So, da kommt schon der nächste Bus. Eine Frage von mir ist, können wir das so machen? Rein nur mit Büschen? Ordentlich zuspammen hier mit Gebüsch und Buschwerk und dem ganzen Zeug. Das nehmen wir da mal kurz weg. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt noch ein paar Einzelbäume. Größe, na, oh ja, Größe 1. Und Wald. Ja, auch das wird dann ein wenig besser und sieht dann auch ein wenig besser aus. Jetzt brauchen wir noch ein paar Concrete-Platten. Und zwar... Ja, genau das wollte ich eben nicht. Weil diese Aufschüttung hier sieht eigentlich grausam aus, ich weiß. Aber dem werden wir entgegenwirken. Und zwar holen wir uns das Tool hier und zwar Linien von hier nach da. Und ich hätte gerne dekoratives Netzwerk. Retaining Wall. Invertiert, danke. Etwas nach drüben verschoben und etwas nach unten gesetzt. Jetzt sind wir auf 10 Meter und das passt nicht.
Okay, minus 10, mehr geht nicht. Aber ich muss das doch irgendwie tiefer runtersetzen können, oder? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Die ist mir auch zu hoch. Ich lasse das jetzt mal. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Denkfehler, aber ich will mich jetzt nicht zu lange damit aufhalten. Ich sag's ganz ehrlich, das hat jetzt keinen Sinn. Aber irgendwie müsste doch das einfacher gehen, dass... Ganz seltsam. So. Musst du mich kurz räuspern, das wollte ich nicht unbedingt in der Aufnahme drin haben. Also das mit der Retaining Wall lassen wir mal bleiben, weil, gefällt mir nicht unbedingt. Dann entfernen wir das Teil, wir entfernen das Teil. Das darf gern so bleiben. Und wir arbeiten dann ganz einfach mit kleineren Concrete-Platten. Haben wir die 2x2er, da setzen wir einfach mehr nebeneinander. Das drehen wir ein bisschen. Dann haben wir das und dann sieht das hier auch etwas besser aus. Und dann haben wir einmal ein wenig hier am Simmeringer Platz verändert. Jetzt möchte ich aber zum eigentlichen Thema zurückkommen. Und zwar, wir haben hier eine Tankstelle, eine Autobahnauffahrt, eine Straße, die darüber geht Richtung Fruchtfelder, eine Straße, die quasi als Hauptstraße fungiert und ordentlich sich verteilen kann. Und dementsprechend müssen wir bei der Gesundheitsversorgung für unsere Bürger noch ein bisschen was tun. Und zwar würde ich ganz gerne in Simmering die Rettungsstation Simmering ansetzen. Und zwar genau hier an der Kreuzung. Ja, der gute Speedtracks hat die Rettungsstation von Wien-Simmering gebaut und das muss doch nach Simmering. Also da kann man doch gar nicht darüber hinwegschauen. Ein wunderschönes Gebäude. Und da fährt sie auch schon aus. Also man sieht, es war notwendig, dass die hier ein Rettungsfahrzeug bekommen. Wahnsinn, oder? Eine richtig coole Sache. Das ist die Ausfahrt und das ist die Ausfahrt. Da ist aber ordentlich was los. Wir werden jetzt ganz kurz pausieren und dann sagen wir hier kurz einmal Stopp. Vehicle Selector. Ja, es ist tatsächlich nur. Oh, nein. Es ist tatsächlich nur dieses Fahrzeug hier, was erlaubt ist. Und dann brauche ich das hier. Und. Das darf gern daher. Der Rettungswagen kommt raus. Dann machen wir einen neuen Punkt. Weiß ich. 90. Wo bist du jetzt? Ist er weg. Ist er da hinten irgendwo, oder? Dann machen wir. Machen wir 29. 1000 Meter ist mir dann ein bisschen zu viel. 29, dann sitzt er da daneben. Jetzt kann ich ihn nämlich greifen. Und setz den hier rein. So. Genau. Dann sage ich, hier kommen Rettungswagen. Jetzt dupliziere ich diesen Punkt. Und schiebe
den auf minus 12. Jetzt kann ich ihn anfassen, den Punkt, oder auch nicht? Das ist die Frage, kann ich ihn... Jetzt habe ich ihn. Dann setzen wir den da hin. Und dann kann hier auch ein Rettungsfahrzeug ausfahren. Jetzt lassen wir die Pause wieder verschwinden. Und dann möchte ich noch was machen. Richtig, nämlich das hier. Und zwar lokalen Bezirk bevorzugen. Standortbeschränkung. So, Moment, jetzt muss ich einmal schauen. Auf jeden, naja, nicht immer im eigenen Bezirk. Ich möchte, dass du hier fix einmal Simmering, Simmeringer Wiese. Dann die Fruchtfelder hätte ich noch gern mit im Angebot. Die Fruchtfelder, danke. Dann haben wir ja hier die Torit-Hügel, die müssen auf jeden Fall dazu, weil sonst gibt es dort keine schnelle Rettungsversorgung. Die Torit-Hügel kommen noch dazu. Dann wären die Simmeringer natürlich eventuell am Bezirk Landstraße mit aushelfen, wenn was ist. Die haben zwar eine eigene Rettungsstation, aber da werden sie mit aushelfen. Und schicken wir sie noch, sie haben eine gute Anbindung, sie könnten eigentlich sogar rüberfahren nach Brigittenau und dann schicken wir es noch nach Brigittenau auch rüber. Und dementsprechend müsste das jetzt eigentlich laufen. So. Wie viele Fahrzeuge haben die? 24 Fahrzeuge. Ja. Gut. Perfekt. Das war es aber noch nicht, denn da gibt es noch einiges zu tun. Wichtig war für mich jetzt mal, dass diese Rettungsstation hier in Betrieb ist. Ich würde jetzt ganz gerne trotzdem noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten anbieten, aber nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern wir könnten hier zum Beispiel Growable und Ricos, das sind diese Wall-to-Wall, haben wir da irgendwas Schönes? Das sieht doch cool aus. Oh, das sieht gut aus, das nehmen wir. Das setzen wir da dran. Ja, das passt doch. Das passt doch richtig gut hier rein. Hier machen wir nochmal Concrete. Aber da ist was los. Die Simmeringer haben ordentlich was zu tun. Wo fährst denn du jetzt hin? Das müssen wir noch umändern und zwar Rettungsstation Simmering. Passt, dann hätten wir das auch noch. So. Jetzt möchte ich denen gern noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten anbieten, beziehungsweise ganz kurz einmal schauen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist hier die Zufahrtsstraße zum Liefern. Was tust denn du eigentlich? Ja, du lieferst da nach hinten, weil ich glaube, dir habe ich gesagt, dass du da hinten liefern kannst. Richtig. Das wäre natürlich cool, wenn das immer so gehen würde. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachhelfen. Und zwar... Ah, das geht hier nicht. Katastrophengeld, Güter, Güterlastwagen. Lassen die hier auch Güterlastwagen? Ja, Güterlastwagen. Neuer Punkt. Mit Güterlastwagen. Was
Es lässt sich ja jetzt da schon einfacher hier. So, es lässt sich ja jetzt schon einfacher hier dieser Punkt. Um 180 Grad drehen. Und dann machen wir das so. So. Dasselbe machen wir hier. Güterlastwagen. Punkt hinzufügen. Genau. 180 Grad. Dasselbe hier. Na. Dann machen wir 100. Ja, das war ein Fehler. Dann machen wir 20. Das müsste eigentlich irgendwo hier auftauchen. Jetzt ist er da. Ich kann den... Jetzt habe ich ihn. So, und auch hier 180 Grad. Und zu guter Letzt ebenfalls neuer Punkt, Güterlastwagen. Und du lieferst hier ebenfalls 180. Perfekt. Keine Wasserspawner. Sondern das machen wir so. Beziehungsweise, Moment einmal. Das sind diese Module. So. Die glitschen wir hier zusammen, nehmen beide. Und dann machen wir das so. Kann ich hier eigentlich Punkt kopieren? Punkt einfügen, coole Sache. Oh ja, das macht das Ganze gleich um einiges leichter. Ich brauche hier meine Concrete. So. Und dass hier nicht ganz so leer aussieht. Na, Requisiten. Na, Fahrräder brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Ich hätte dann ganz gern hier noch irgendwie so... auf Truck gehen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr. Ja, dann nehmen wir hier so ein... Wenn wir hier auf Cargo gehen, ah, dann kriegen wir nur Flugzeuge. Setzen wir den da noch da so dran, dann haben wir dann ein bisschen ein stimmigeres Erscheinungsbild. So, jetzt hätten wir das und jetzt brauchen wir hier noch... Richtig,
das Wichtigste. Kann ich das so? Ja, das kann ich. Sollten die Teile nicht eigentlich... Ah, jetzt haben wir's. Jetzt passt's. Genau das wollte ich haben. Okay. Was haben wir noch? Haben wir schon. Was haben wir hier? Machen wir das da noch dran. Machen wir das hier noch dran. Was haben wir noch? Fahrradverleih und ja, eine Apotheke brauchen sie auch. Papa Farms und ein bisschen Getränke und dann war's das. Dann sieht das hier schon mal um einiges besser aus. Irgendwie trotzdem noch sehr leer da im Vorfeld. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier keine Parkplätze haben. Sollen wir denen noch Parkplätze anbieten? Ha? Dann machen wir hier noch Parking. Da haben wir doch irgendwo diese einzelnen. Aber einzelne ohne Bäume wäre super. Ja, einzelne ohne Bäume wären super, habe ich gesagt. Und dann stelle ich genau sowas hin, was nicht unbedingt förderlich ist. Es hat was. Weißt du was? Wir machen das so. Gebäude. Zack, zack, zack. Ah, Steuerung Z. Gebäude und Dekorationen, bitte. Dankeschön. Jetzt wandert alles nämlich gemeinsam miteinander nach hinten. Jetzt glitschen wir da rein. Der Spalt ist dann noch ein Spalt da. Nein, das passt. Optimal, bitte. Jetzt gefällt es mir. Und jetzt machen wir nichts anderes, als dass wir hier noch sagen... Hoppla, das waren zwei. Na? Dann können Sie hier parken und einkaufen. Der liefert gerade ordentlich. Den könnte man noch ein bisschen sagen, hey mein Freund, du hast dich falsch hingestellt. Du stehst auch ein bisschen zu knapp dort. Genau so machen wir das. Und dann klappt das. Die Nachfrage nach Gewerbe ist, trotz dass wir jetzt Gewerbe gebaut haben, immer noch so hoch. Ja, da können wir wahrscheinlich auch nichts anderes daran ändern. Was wir aber noch ändern können, ist, dass wir hier sagen, wir hätten das gern hier zugemacht. Das ist nur eine Verbinderstraße. Die darf gern so aussehen. Bisschen Grünzeug. Bisschen Grünzeug hier. Und
und ein bisschen Grünzeug hier. Das können wir gerne ein bisschen größer machen. Weil hier wird es nicht unbedingt weniger werden. Zugverkehr funktioniert auch. Die Framerate läuft stabil. Es kommt halt immer darauf an, wie man die Kamera, in welchem Winkel man die Kameraperspektive ändert. Fakt ist aber, wenn ich es so mache, dann ruckelt es. Konzentriere ich mich auf einen Bildausschnitt, läuft es besser. Das mit dem Ruckeln liegt aber auch einfach daran, weil die Grafikeinstellungen extrem hoch eingestellt sind, die Sichtweite extrem hoch eingestellt ist und das muss erstmal alles berechnet werden. Na? So. Und jetzt würde ich ganz gerne noch ein wenig Bürogebiete so. Bauen sich hier Bürogebiete, werden wir gleich sehen. Ausgesäumt haben wir es. Da baut sich auch schon was. Wenn das dann alles fertig ist, schieben wir es ein Stückchen nach hinten, dass es besser aussieht. Und dann klappt das auch mit der Detailverliebtheit. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier das entfernen. Warum muss ich das jetzt entfernen? Ganz einfach, weil hier ist immer noch dieser Bug drinnen, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass ich das damals hier mit den Baummod oder mit der Baummod, die sich ja verändert hat, hat es dann aus irgendeinem Grund angefangen, das Spiel gewisse Bäume zu ersetzen. Da machen wir jetzt einen ordentlich dichten Wald. Darf tatsächlich wirklich ordentlich dicht sein, stört mich gar nicht. Das Einzige, das mich stört, ist, dass wir hier ein bisschen bei die Gleise aufpassen müssen, weil das mag ich nicht. Jetzt gehen wir da ein bisschen zurück. Machen das hier auch. So. Dann hätten wir das hier auch. Darüber gehe ich nicht. Warum? Weil wir dort auch noch was zu tun haben. Dementsprechend lassen wir das so. Hier auf jeden Fall noch man kann noch ein bisschen so arbeiten. Genau. Und hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Vielleicht noch ein wenig kleiner. Dann kann man das so machen. So. Ja, und es wird. Wir könnten hier jetzt sogar noch sagen, na, da sagen wir gar nichts. Das hat nämlich folgenden Grund, warum wir da nichts sagen, dass wir hier einfach diese Straße nehmen. Mit der Straße dann nach unten gehen, mit der Straße dann nach rüber gehen. Dann holen wir uns nur die Notes, machen ganz kurz Pause. Machen das so. Inwaldwegstraße. Der Inwaldweg. Ich kenne den Inwaldweg, ich weiß, wo der ist in Wien. Dementsprechend ist es nur der Inwaldweg bei mir. Bisschen eine Erinnerung an früher. Das möchte ich noch dicht hier haben. Dann die Fläche hier auch noch. So, dann läuft's.
Hier noch ein bisschen Wald bedichten. Nämlich bedichten. Statt aufforsten. Das zukünftige Neuwort Wald bedichten. So, jetzt aber. Hier bauen sich die Gebäude bereits. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Warten wir mal, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, schauen wir sich in einer der nächsten Folgen an. Wir haben ordentlich was weitergebracht. Es ist fast fertig. Also da kommt noch was. Da kommt noch was Großes. Was genau, schauen wir sich in einer der nächsten Folgen an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.